Loading, Objective, Find and Stop Tallyman. Ja gut, unser Objective ist das jetzt, dann fangen wir mal an mit diesem Objective. Das ist nice. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Oh man, war da jetzt schon wieder so einen Scharfschützen-Typ irgendwo? Ich habe ihn nicht gesehen, weil da kamen Schmerzen. Ja, hier. Wunderbar. Na? Sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt mal... Ah, da ist einer jetzt. Verstehe ich das. Aua. So. Na? Aber die machen, glaube ich, die macht, glaube ich, pro Schuss nicht ganz so viel Schaden wie ein normaler Batarang. Auch wenn es dieselbe Munitionsart benötigt. Okay, hier haben wir nix. Drei Secrets auch schon wieder. Oh Mann, so einer. Hey, ja, dich selber. Na, okay, dann gehen wir mal hier lang. Wo ist der jetzt hin? Wo ist, der runtergeflogen, der andere Gegner gerade? Okay, das ist sehr merkwürdig. Achso, den kann ich gar nicht erwischen. Ja gut. Dann erst einmal damit. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Gehen wir mal weiter. Da hinten sind wieder solche. Kein Problem, kein Problem. So, Box of Razor Discs. Ich könnte mal echt versuchen. Kleiner Damage-Test. Mein Tier sterbt manchmal auf einem Schuss. Die sind definitiv stärker, die Razor Discs, wenn ich sie so schmeiße. Okay. Achso, sind das jetzt Verbrecher? Habe ich die jetzt rausgelassen aus ihrer Zelle? Ah, hier sind Blastgun-Shells. Oh, da oben ist irgendwas drinnen und müsste nur... Ah, cool. A belt full of ammo, das gefällt mir noch gut. Oh, das war's hier sogar schon. Okay, hier ist noch einer. Oh, der hat sogar einen Schlüssel. Nice. Okay. Dann schauen wir mal. Geht's hier irgendwie vorbei? Nee. Okay. Die Dinger mal verwenden, aber irgendwie habe ich selten wirklich Situationen, die Sinn machen. Und das ist ein bisschen schade, weil eigentlich wären die Dinger sonst ganz nice. Wunderbar. Wenn das funktioniert hier mit diesen Doppelschussdingern, dann ist immer schön, weil man dann keine Munition verschwendet. Hier habe ich eine sehr gute Position. Warte mal. Erstmal die Maus, die klemmt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da durchschießen kann, ohne mich selber zu verletzen. Nee, das ist halt das Problem. Ja, aber gut, dann renne ich halt dahin. Ja, okay.
So gut sind die dann vielleicht doch auch nicht. Dafür, dass man da so wenige hat nur. Dann hebe ich mir die lieber für den Tallyman auf, falls ich dagegen ihn überhaupt brauche. So, der da oben muss besiegt werden. So. Jetzt ist der auch besiegt. Das ist sehr schön. Na. Wunderbar. Oh, verdammt. Ich wollte noch nur kurz was gucken. Die Gemeinen. Wollte nur wissen, ob das was macht, wenn man die da hinten kaputt macht, die Dinger. Ich glaube eher nicht. Ja, super. Vielen Dank. Jetzt darf ich noch einen roten Schlüssel suchen irgendwo. Also hier geht's schon mal nicht lang. Ja, geil. Ja, das wird jetzt ein Spaß. Weil den könnte auch ein Gegner fallen lassen, beziehungsweise sogar schon fallen gelassen haben. Okay. Ja, vielleicht soll ich da dann nochmal die hier benutzen. Oh, oder auch doch weiter die. Okay, da habe ich eigentlich auch viel Munition. Ich habe gerade relativ viel Munition im Allgemeinen. Eigentlich ganz nice. Okay, da ist jetzt irgendwas drin. Ich muss nur wissen, was oder beziehungsweise wie ich es rausbekomme. Kann ich von hier oben irgendwo hinschießen oder so? Das, naja. Da muss man noch irgendwie rankommen. Oh, was ist denn das da oben? Ist auf der anderen Seite nicht, ne? Aber da kann ich nicht drauf schießen. Ich will wissen, was da drin ist. Das ist bestimmt was Gutes. Hier steht Caution. Warum? Ist das explosiv? Nee. Oh, meine scheiß Maus klemmt so oft. Das ist so nervig. Nee, aber ich weiß nicht, wie ich das aufbekomme. Oh. Da ist ein Pfeil. Weiß nicht, ob das jetzt was gemacht hat. Hier ist jetzt... Ja, das ist jetzt schon mal anders. Habe ich vielleicht versehentlich zu oft gedrückt, oder? Hey, das ist doch merkwürdig. Hatte ich hier einen Safe? Nee. Sonst hätte ich nochmal... Oh. Warum ist das jetzt offen? Das macht keinen Sinn. Ich meine, ich beschwere mich mal nicht, aber warum ist das jetzt offen? Naja, naja. Oh Mann. Ist hier drin der Tallyman? Oh ja. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Also ich kenne den Gegner nicht aus irgendeinem Batman-Spiel oder so. Au. Okay, aber kann ich mir noch schnell das Leben holen? Ja, das gute Leben, der Typ. Fuck.
komm einfach drauf. Ist doch ganz einfach. Ja, also geht doch. Das kotzt so an, dass man hier die ganze Zeit immer aus den Levels direkt geht. Jetzt konnte ich mir nicht mal das Leben noch abholen. Warum macht man nicht einfach einen Exit-Schalter? Jetzt darf ich mit sau wenig Leben. Ich meine, gut, ich kann mir in der Bad Cave wieder ein bisschen was holen, aber es nervt schon ein bisschen, muss man sagen, dass man die ganze Zeit mit so wenig Leben dann rausgehen darf. Naja, gut, würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao. So, für das Secret, wir nennen uns hier oben waren wir ja vorhin. Kann man hier hingehen, warten und sich dann hier drinnen noch ein Bad Belt Full of Ammo holen.